ihr Lieben, ich bin's Timscher von 2 Pixel Breit. Käse ist immer noch unterwegs, in der Heimat und ganz frisch auf dem Markt, The Bridge. Ein knallhartes Logikpuzzle. Fängt ganz entspannt und soft und nett und fair an. Man muss eigentlich auch nicht viel machen, man muss nur ein bisschen hin und her laufen, rechts und links und ein bisschen die Welt drehen. Da fällt schon der erste Apfel. Es ist so eine Mischung zwischen Escher und Newton. Ja, darum wird mir, vermute ich mal, gleich ein Apfel auf den Kopf fallen. Wunderbar. Und ich, ja, zeig euch einfach mal, was geht. Wir spielen jetzt erstmal das erste Level. Gucken mal, was hier Sache ist. Ihr seht, ich kann hier noch ein paar Äpfel runterschütteln. Ist aber alles nicht relevant. Trägt nur ein bisschen zur Atmosphäre bei im Moment. Und ja, wir laufen mal rum und gucken mal. So, das kleine Männchen. Grafikstil ist sehr, sehr cool. Also das Männchen so, sieht so ein bisschen aus, als ob so schnell mit dem Bleistift hingestrichen, gestrichelt worden wäre. Und der Hintergrund ist schön aquarellig. Also so, und das Ganze auch noch in Schwarz-Weiß. Also ich, mir persönlich gefällt das Ganze. Ich weiß nicht, warum das Männchen keine Augen hat, aber okay. Muss ja nicht jeder Augen haben, ne? So, ach hey, da geht es aber nur ganz schwer den Hubbel hoch. Da mache ich es immer gleich ein bisschen leichter hier. Integrität und Scharfsinnigkeit. Ja, der gute Rechner. Und da kommt auch schon zu Hause an. Ja, das ist sein Haus. Wunderbar. Sieht man Wolken im Hintergrund und aus dem Schornstein. Da dampft es ganz gewaltig. Mein Zuhause. So, in dem schönen Zuhause. Da seht ihr einen Bücherschrank und eine Tür und pickelt da anscheinend ein bisschen rum an irgendwas und so. Sieht man aber noch nicht so viel. Und ich gehe einfach mal hier rein. Chapter 1, Kapitel 1 wird geladen. Ne? So, gucken wir mal. Da oben gibt er wem auch immer die Hand. Ich würde mal sagen, das könnte Leibniz sein. Ne? Weiß ich aber nicht genau. Ich tippe aber mal. Der Speicher. Level 1 oder Kapitel 1, Level 1. Da gehen wir einfach mal rein und gucken mal, was da so Sache ist. Level 1, Chapter 1. Oh, da ist der gute Mann. So, okay. Ziel des Spieles ist es, die Tür zu erreichen. Ja, ihr seht, das ist am Anfang gar nicht so leicht. Aber wir gucken mal, ob wir da nicht was machen können. Indem wir zum Beispiel hier einfach mal langlaufen. Ja? Aha. Okay. Ihr seht schon, es spielt mit den Dimensionen etwas. Ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich irgendwie von da dorthin fahre. Aber wie gesagt, es hat von der Architektur hat es sehr, sehr viel von Escher einfach. Ja, ihr kennt ja vielleicht diese Treppe, die er gezeichnet hat. Ansonsten müsst ihr mal Escher und Treppe im Internet gucken. Kann man endlos lang im Kreis laufen. Und das war's im Prinzip schon. Level 1 geschafft. Ja, am Anfang ist es nicht so schwer. Obwohl man sich trotzdem erstmal wundert und aber ab spätestens Level 4 kriegt man wirklich richtige Knoten ins Gehirn. Ja. So, da seht ihr auch schon, geht es weiter. Ja. Also, wo sind wir denn hier gelandet? In einem Bücherregal oder sowas? Ich weiß es nicht genau. So, das sieht ja nicht so vielversprechend aus. Aber da steht schon, Gleite steht da. Na, was soll denn hier gleiten? Ja, hier gleitet es ein wenig. Soll es. Freut mich. Wir gleiten hier direkt. Ups, jetzt ist das hier runtergefallen. Ach nee, ich habe es eingesammelt und es hat direkt die Tür geöffnet. Ja, und ich drehe es einfach nochmal ein bisschen weiter. Und zack, sind wir durch. Und können hier durch die nächste Tür durch. Level 2. Geschafft. Und Level 3 fängt an. Der Gegner. So, um es nicht zu einfach zu machen, ja, dachte sich der Game Designer, na juti, wir brauchen einen Gegner und zwar eine nette Kugel, ja, die natürlich auch der Gravitation anheimfällt. Ja. So, ich muss die Tür erreichen, ohne dabei die Kugel auf den Kopf zu bekommen. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie schaffen. Ja. So, du Kugel, jetzt roll dich mal da hinten hin. Und ich versuche mal hier, man kriegt keinen Fallschaden, also bisher zumindest ist es mir noch nicht gelungen, Fallschaden zu erleiden.
So, ich drehe es mal einfach weiter, guck mal, was die Kugel macht. Wenn die mich berührt, also berühren, die muss mich nicht überrollen, berühren reicht, sterbe ich sofort. Ja, ihr seht, hier neben, da, wo ich jetzt reinlaufe, oh, au, au, au. Okay, schöne Spielmechanik, kennt ihr vielleicht noch vom Raid. Haben wir ja auch mal gezockt, könnt ihr mal reingucken, wenn euch sowas interessiert. Man kann mit Space das Ganze die Zeit rückwärts laufen lassen. Ich lasse mal zur Anschauung ein bisschen hin und her laufen. Yeah. Und kann man bis zum Level Anfang zurückspielen, um den Frustfaktor etwas niedriger zu halten, wenn man mal was verbockt. Und ihr habt gesehen, ich bin gestorben. Also wenn man die Kugel berührt, stirbt man. Und ich drehe das Ganze mal und laufe einfach mal durch. So, Level 3 geschafft. Der Anfang, wie gesagt, ist nicht schwer. So, der Hof. Ich mal, um fortzufahren, einfach mal Enter. So, Schlüssel brauche ich, um die Tür aufzumachen. Kugel sollte ich mich nicht von überrollen lassen. Männchen zum Rumlaufen. Da ist die Tür. So, jetzt sieht das Ganze ja schon ein bisschen anspruchsvoller aus. Ja, ihr seht, ich plumps da oben auch. Man kann, ich zeig's euch mal, man kann nämlich auch sehr schön einfach mal so hoppa, ins Nichts fallen, ja. Nicht so gut. Nicht so gut. So, wie löse ich das ganze Problem? Gute Frage, nächste Frage. Probieren wir einfach mal was aus. Wir laufen mal hier so rum. So, ihr seht, da ist die Kugel am Start. So, ich muss hier mal weiterlaufen. Kann ich hier so einmal außen rum und hoffentlich hier einigermaßen sicher landen. Wunderbar. Ja, und jetzt muss ich hier irgendwie durch. Geht das eventuell? Komme ich hier so, ohne dass mich die Kugel erwischt? Ja, ich komme durch. Okay. So, jetzt kann ich hier weiterlaufen, habe den Schlüssel. Die Frage ist, komme ich auch wieder zurück? Gute Frage, nächste Frage. Aber ich kann ja mal ganz dreist die Kugel einfach mal hier so zur Seite schleudern lassen. Mal gucken, vielleicht komme ich hier sogar noch ein bisschen weiter rum. Na, Männchen, klein bist du, aber auf, spring mal hier rüber und einmal da rum. Und jetzt kann mich die komische Kugel mal gerne haben. Und mein kleiner Wissenschaftler, Mathematiker Heiner, der träumende Newton, hat sein Türchen erreicht. Und wir sind in Level 5 angekommen. Also Kapitel 1, Level 5, die Spirale. Klicke Enter, um fortzufahren. Und genau das werde ich jetzt auch tun. Nämlich jetzt. So, da geht's auch schon weiter. Die Spirale. So, gucken wir uns doch mal die Spirale an. Was spiralt denn da so fröhlich vor sich hin? Also, es gibt eine Tür mit zwei Schlössern. Und es gibt zwei Schlüssel. So, Ziel sollte es sein, die Schlüssel nach Möglichkeit bei mir ankommen zu lassen. Ohne dass sie, ich zeige es euch, der junge Mann da unten scheint einigermaßen geschützt, ohne dass sie hier hinten rausplumpsen. Ja, okay. So, ihr seht aber, ich habe jetzt leider keine Maus, um euch das zu zeigen, aber wenn ihr euch das mal genau anschaut, dann seht ihr den unteren Schlüssel, wo der lang purzelt. Ja. So, Ziel müsste es doch eigentlich sein, den oberen Schlüssel irgendwie vielleicht zum unteren Schlüssel zu bringen? Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Oder müsste ich den unteren Schlüssel, also den rechten jetzt von mir aus, muss ich den vielleicht, ich zeig's euch mal, wenn ich mich hier weiter drehe, ja, so, mein Männchen da unten, das kann da ein bisschen rumfallen, das purzelt da schon nicht raus so schnell. Aber ihr seht, es gibt hier wieder so ein Escher. Ding, so ein unmögliches mathematisches Konstrukt. Und dieser Schlüssel, der purzelt jetzt hier, zack, hier unten rein. Und da muss natürlich der andere auch hin. Ne? So, ich schnapp mir den mal, dass da nichts schief geht und mache schon mal die Tür auf. So, und das versuche ich jetzt auch mal mit dem anderen Schlüssel hinzubekommen. Indem ich mich mal andersrum drehe. Ne? So, es benötigt ein bisschen Fingerspitzengefühl, das Ganze. Aber es funktioniert, hoffe ich, wie ich mir das vorstelle. So, wie gesagt, das Ganze ist noch alles relativ easy peasy, unkompliziert und nicht so. Es kriegt natürlich auch ein bisschen Schwung, das Ganze. Da muss man vorsichtig sein, sonst schießt der Schlüssel nämlich
über den Rand. Aber wir fangen ihn mal ein und lassen ihn mal hier direkt mit Schmackes um die Kurve sausen. So. Und jetzt müsste er gleich hier bei meinem kleinen Mathematiker ankommen. Der gute Schlüssel. So, Schlüsselchen. Einmal noch rum. Ach, der kleine bärtige Heiner, der purzelt da durch die Gegend irgendwie, das ist eine wahre Freude, ist balanciert da rum, da ist der Schlüssel. Auf hin, Meister. Jetzt hier nicht lange irgendwie rumpimmeln, einmal willst du nicht, springen tut er nicht so gern. Ja. Man muss ihn schon über Bord werfen quasi. Sodele. Und jetzt einmal durchmarschiert und wir haben noch ein Level, Level 6. Der Winkel. Schauen wir mal, was da so rumwinkelt. Ne? So, wir haben wieder einen bösen Ball und einen guten Mathematiker und eine Tür. Okay, dann denken wir doch mal. Ich probiere einfach mal was. Ich denke nicht, ich probiere es mal aus, ja, für euch, damit ihr mal seht, großes Kino biete hier mit meinem Mathematiker. Geh mal da hin. Sieht ja eigentlich ganz vernünftig aus. So, du gehst mal hier hin. Und dann versuche ich doch einfach mal, ob der Ball da drüber fällt. Werden wir gleich sehen. Sieht so aus. So, okay. Und jetzt kann ich hier so. Wunderbar. Naja, das sieht doch gut aus. So, hier, junger Freund. Einmal kurz in die Tür. Kannst du noch ein bisschen ins Leere starren. Da kommt das weh. Zack, und durch. Und das war Kapitel 1. Und nach jedem Kapitel gibt es natürlich eine kleine Botschaft. Ich habe endlich jemanden gefunden, der meine Liebe zur geheimnisvollen Mathematik teilt. Nun wollen wir an einigen meiner Ideen arbeiten. Mit seiner Hilfe könnten meine Träume wahr werden. Tja, ob das die Figur sagt, ob das da steht, was auch immer damit mir mitgeteilt werden soll, ich weiß es nicht genau. Vielleicht finde ich es raus, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sehen uns nächstes Mal bei Kapitel 2. Bis denn dann. Ciao.